So, seid ihr in Weihnachtsstimmung? Ich schon. Ich habe mir überlegt, heute ist es mal wieder an der Zeit, was zu testen. Das habe ich noch nie ausprobiert. Und zwar, lassen sich Secondhand-Artikel gut zu Weihnachten verschenken? Prinzipiell, denke ich mir, müsste das ja eigentlich gut funktionieren. Ich habe darum bei 4 Online-Shops was bestellt, weil ich mir so dachte, wenn man in einen Secondhand-Laden geht, dann kann man ja ganz gut beurteilen, möchte ich das verschenken oder nicht. Aber wie sieht das aus, wenn man das online bestellt? Wie lange dauert das? In welchem Zustand kommt das an? Muss ich da noch viel dran machen? Lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, was ihr von dieser Idee haltet. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Shop Nummer 1, bei dem ich bestellt habe, ist Selpie. Was kann ich euch zu Selpie erzählen? Selpie entstand aus der Idee, allen zu ermöglichen, nachhaltig zu leben und zu handeln. Die einfachste Art, Emissionen zu reduzieren, besteht darin, vorhandene Kleidung und Dinge besser zu nutzen. Daher ist unser Ziel, Secondhand so einfach wie möglich und zugänglich für alle zu machen. Amen. Das klingt ja schon mal ganz nett. Unser Manifest. Be part of the change. Towards a lifestyle that doesn't require more than can be supplied. Ja, bla bla, okay, sie sind toll, sie sind toll, sie sind toll. Ich habe also erstmal ein bisschen rumgestöbert und mir überlegt, welche Art von Artikel lässt sich vielleicht auch gut Secondhand kaufen. Kleidung schenken finde ich persönlich per se schwierig, weil man A, nicht weiß, ob es der Person passt, B, nicht weiß, ob es der Person gefällt. Und gerade wenn man das dann jetzt so online Secondhand kauft, kann es ja sehr gut sein, dass es vielleicht dann doch nicht so ist, wie man sich das gedacht hat. Und wie mache ich das dann mit der Retoure? Kann ich ja nicht einfach in einer anderen Größe oder sowas dann bestellen. Deswegen habe ich mich eher auf andere Produktarten konzentriert und zum Beispiel Poster bestellt, ein Spiel und einen Schal. Bei Accessoires denke ich mir nämlich so, was soll schon schief gehen? Tada! So ist der Schal angekommen. Also die Selpie-Sachen waren alle in einer Kiste natürlich. Scarf beige. Der Secondhand-Markt ist übrigens auch eine schöne Möglichkeit, um in tierische Materialien zu investieren. Gerade jetzt bei einem Schal oder sowas ist es ja schon so, dass wenn da ein Wollanteil drin ist, dass das Ganze nochmal viel mehr wärmt. Aber es gibt ja schon so viel hier auf dem Markt, deswegen brauche ich das ja nicht neu produzieren lassen, ne? Da sind ja lauter Haare dran. Wie finde ich denn das jetzt? Also ich glaube, der wurde auf jeden Fall gewaschen. Der riecht so richtig nach Waschmittel. Ja, aber das ist eigentlich kein ekliges Waschmittel. So ein bisschen präsenteres, aber es riecht nicht schlecht. Aber da kann man das sehen. Da sind hier lauter Haare irgendwie mit in diesem Gummi drin. Auf jeden Fall ist der hier mit so einem Gummi zusammen gemacht. Dies finde ich jetzt so ein bisschen semi. Hier ist es übrigens auch so, dass man nicht bei einer Privatperson bestellt. Da habe ich mich jetzt auch bewusst dagegen entschieden. Es gibt ja auch zum Beispiel Vinted oder eBay Kleinanzeigen oder wie auch immer. Da braucht man ja schon eine gewisse Zuverlässigkeit und einen gewissen Vorlauf. Und wenn das Ganze über so einen Shop abgewickelt wird, dann hat man da ein klein wenig mehr Sicherheit. Deswegen habe ich mich eher so darauf konzentriert. So, weil der Schal sehr groß ist. Den kann man jetzt mal weit wegstellen. Tada! Guck mal, wie toll dieser Schal ist. Der ist riesig. Der ist eine halbe Decke. Hallo! Also am Ende hat der auf jeden Fall so Fransen. Und jetzt schaue ich gerade, ob ich hier noch ein Etikett vom Material finde. Finde ich aber gar nicht. Wie kommen die denn dann auf die Idee, dass der aus Wolle ist? Da habe ich mir das falsch gemerkt. Also online steht, dass dieser Schal von der Marke Zwillingsherz ist. Und die Materialien sind Wolle, Polyester, Viskose und Kaschmir. Und woher die jetzt diese Information nehmen, das weiß ich nicht. Gerade wenn man es verschenkt, dann möchte man ja vielleicht in so einem Fall schon zeigen, dass das jetzt ein hochwertiges Geschenk ist und kein 100% Polyester-Schal, der die Haare auflädt und so weiter. Da finde ich es jetzt natürlich in diesem Fall ein bisschen schade, dass da nirgends ein Label oder irgendeine Art von Information dabei ist, um was für ein Schal und Material und so es sich da handelt. Ich glaube, ich würde diesen Schal tatsächlich nochmal von Hand waschen und glatt aufhängen und so, damit der nicht so krumpelig ist. Und dann würde ich da irgendwie selber eine nette Verpackung, eine nette Banderole drum machen. Dann finde ich das aber eine gute Idee. Ansonsten sieht der Artikel aber ziemlich gut aus. Ich sehe da jetzt auch keine Löcher oder irgendwie, der hat kein Pilling, also der ist wirklich in einem Tip-Top-Zustand. Was habe ich dafür nochmal bezahlt? Originalpreis 99 Euro. Dafür war das auf jeden Fall fair. Ist eine schöne Geschenkidee. Bekommt einen Daumen nach oben. Dann habe ich bei Selpie außerdem ein Spiel bestellt. Wer wird Millionär? Ich dachte mir auch, das ist was, was man super gebraucht kaufen kann, je nachdem halt in welchem Zustand das ist. Und da wiederum dachte ich mir so, okay,
riskant eigentlich, das online zu bestellen, weil da waren jetzt keine Fotos, wie es innen aussieht. Zudem muss ich sagen, dass ich bei Selby hier ein kleines bisschen verwirrt war, weil da stand Sprache Schwedisch. Aber die Fotos von dem Artikel waren eindeutig mit deutscher Schrift. Es kam zum Glück auch ein deutsches Spiel an. Das ist jetzt natürlich nicht mehr original verpackt. Logisch, weil es ist ja auch gebraucht. Was kostet das Wer wird Millionär-Spiel? 21 Euro ungefähr. Das sieht mich ja gar nicht. Also original kostet Wer wird Millionär so um die 21 Euro. Ich habe jetzt hier 6 bezahlt. Das ist natürlich schon ein ziemlich fairer Preis. Ich meine, das erklärt sich von selbst. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass man das Spiel vorher mal auspacken und sich angucken sollte. Und unter Umständen alles hier noch mal ein bisschen schön machen. Das ist jetzt ja auch alles hier ein klein wenig durcheinander. Es wurde ja schließlich auch mit der Post versendet. Was ist das? Die Millionen. Okay, ich habe natürlich keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Ich kenne nur die Show. Und das ist alles durcheinander. Hier sind die 50 Euro, 100 Euro Fragen, 200, 300, 500, 4000. Und dann sind die auch so teilweise auf dem Kopf an. Ich guck mal, 2000. Das ist dann durcheinander geraten hier. Ja, wie gesagt, einfach nochmal neu sortieren, ne? Hä, und 1000? Moment. Stimmt trotzdem irgendwas nicht. Also die 50-Euro-Fragen, die 100-Euro-Fragen, 200, 300, 500. Dann müssen ja hier die 1000-Euro-Fragen in diese Fach theoretisch. Es ist alles ein bisschen durcheinander. Wir erinnern uns, ich habe 6 Euro für dieses Spiel gezahlt. Ich will mich nicht beschweren. Was mich so ein bisschen nervt, ist natürlich, dass diese Verpackung jetzt hier innen so gebrochen ist, dieses Plastik. Von wann ist das Spiel denn? Stand Mai 2019. 2020. Naja, also ist auf jeden Fall noch nicht jetzt so 100 Jahre alt. Entsprechend aktuell sind ja dann vermutlich auch noch die Fragen. Traut ihr euch die 1-Million-Euro-Frage zu? Setze ich mich hier mal so Günther Jauch-mäßig hin. Herzlich willkommen zur Show, auf die keiner gewartet hat. Hier ist Ihre Gastgeberin Marie von der Johnson. Unter welchem Namen war Popeye ursprünglich bekannt? 1 Million Euro, ne? Könnt euch gehören. So, wie macht man das jetzt? Ach so. Ja, ich hab's ja echt richtig drauf. Muss ich da hinten drauf gucken wahrscheinlich, oder? Wie gut, dass der Quizmaster es so drauf hat. Achso, ihr müsst natürlich die Antworten auch noch hören. A. Lamb Stew. B. Ham Gravy. C. Meatloaf. Oder D. Breadstick. Okay, so. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ihr habt alle Internet. I guess, sonst könnt ihr dieses Video nicht gucken. Also ein Spiel Secondhand zu verkaufen ist prinzipiell, finde ich, eine sehr schöne Idee. Gerade eben bei diesen größeren Spielen, die mehr kosten. Dann zum Beispiel auch Monopoly oder sowas. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass die Zustandsbeschreibung angibt, dass der Artikel sehr gut erhalten ist. Weil ansonsten wäre mir persönlich das einfach so ein bisschen zu abgegrabbelt. Ich meine auch hier, ne, das ist halt einfach im ganz normalen Gebrauch gewesen. Dann ist da innen das Plastik gebrochen. Hier sind so ein bisschen die Kanten schon so leicht angemackt. Es ist halt einfach gebraucht. Ich finde es einfach total cool, Secondhand-Sachen zu verschenken, auch Secondhand allgemein zu kaufen und so ein bisschen mit diesem Klischee zu brechen, dass das eklig ist oder so. Wir haben zum Beispiel zum ersten Geburtstag von unserem Sohn teilweise auch Secondhand-Sachen bekommen und ich finde das gut. Warum auch nicht? Das hat auch gar nicht immer nur was mit Geldsparen zu tun, sondern es ist halt einfach mega nachhaltig, weil all das, was schon da ist, das kann man ja auch mal ruhig noch weiterverwenden. Die letzte Sache, die ich bei Selby gekauft habe, sind Poster. Das hier ist jetzt von Desenio, eine Rolle mit verschiedenen Postern drinnen. Hat 10 Euro gekostet. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Motive wir jetzt hierfür kriegen. Erstmal muss man das Ganze auspacken. Hier, bitteschön, dein Geschenk. Struggle selber damit rum. Klein bisschen strange fand ich, dass es teilweise das gleiche Motiv so ungefähr 20 Mal gab. Das hat mich erstmal kurz ein bisschen stutzig gemacht und dann dachte ich mir so, ach komm, ich probiere das trotzdem aus. Das sind sehr viele Bilder. Wir haben hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Poster. Also so kann man das ja nicht einfach verschenken. Das muss man dann vielleicht erstmal noch eine Runde pressen oder in einen Rahmen packen oder so. Ja, aber die sehen tipptopp aus. Ich habe keine Ahnung, was Sachen bei Desenio sonst kosten. Finden wir raus. Irgendein Poster, 21 x 30 cm, also so DIN A4. Okay, ich habe ja schon ein bisschen größere. Sag mal 30 x 40 cm.
Kostet 19 Euro eigentlich. Also so eins hier. Und davon haben wir drei. Das ist ja auch voll cool. Eins in dieser Größe und dann nochmal drei so ganz große. Was kosten denn die ganz großen? Was wird das sein? 50 mal 70? 33 Euro. Also dreimal 18,95 Euro plus einmal 24,95 Euro plus dreimal 32,95 Euro ist mehr als 10 Euro. Man sieht natürlich ein klein bisschen, dass sie nicht niegelnagelneu sind. Bei dem hier erkennt man es vielleicht ein bisschen. Das hat so leichte Knicke. Das kommt, glaube ich, vom Rollen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt auf der Kamera überhaupt erkennen kann. Und hier der Rand, der ist auch so ein bisschen knittrig. Wenn, dann würde ich aber tatsächlich so ein Poster im Bilderrahmen verschenken. Also den müsste man dann halt nochmal irgendwie dazu kaufen. Außer man findet da auch was Secondhand. Oder man kann mit sowas natürlich auch, keine Ahnung, Geschenke verpacken oder so. Und ich meine, so einen kleinen Rand, ne, könnte man eigentlich mit einem Cutter und einem Lineal fein sauber auch einfach abtrennen. Ich wusste jetzt natürlich nicht, was hier in diesem Sammelsurium mit drin ist. Ich weiß auch nicht, ob diese Motive alle jetzt von Desenio sind. Da hat man jetzt nicht so viele Infos gefunden. Dieses Motiv mag ich jetzt zum Beispiel persönlich nicht so. Es spricht mich jetzt nicht so an. I am still learning. Ja, vielleicht sollte ich es mir halt mal zu Herzen nehmen, ne? Wohingegen ich die beiden anderen kleinen ganz cool finde. Haben wir einmal das mit den Vögeln und im Hintergrund seht ihr, das ist so ein Frauenprofil. Und das hier finde ich auch mega cool, weil ich sowas eher nicht aufhängen würde, weil man dann ja denkt, ach Marie, bist du das? Nee, das bin ich nicht. Also weil das so ein Foto ist, wisst ihr, was ich meine? Da sieht der Rand richtig gut aus, denn so an einer kleinen Stelle hat er hier so eine Macke und da könnte man halt wirklich so 2 mm mit dem Cutter abschneiden. Finde ich prinzipiell eine gute Idee. Man muss sich halt nur überlegen, was genau man damit macht. Ob man das dann im Rahmen oder als Verpackung nutzen möchte. Man könnte natürlich auch selber eine Collage machen, gell? Ja, so, ich gehe da mal rollen. Diese Geschenkidee bekommt ebenfalls einen Daumen nach oben. Der nächste Shop, bei dem ich bestellt habe, nennt sich Tildi. Kannte ich vorher auch nicht. Und das ist ein Online-Secondhand für Kinder. Kleidung, Spielzeug, Ausstattung, Schwangerschaft. Richtig süß haben die das außerdem noch verpackt. Gerade für Kinder, für Spielzeug und auch für die Schwangerschaft finde ich es mega sinnvoll, Secondhand einzukaufen, weil die Sachen gefühlt nur so eine kurze Nutzungsdauer haben. Entsprechend ist das ja die ideale Anlaufstelle für Weihnachtsgeschenke. Ich habe mich jetzt hier auch wieder auf Spielzeug fokussiert und da gibt es eigentlich schon eine süße Auswahl. Und was mir persönlich gefallen hat, ist, dass der ganze Shop halt ansprechend gemacht ist. Das sieht nicht irgendwie so ramschig aus. Also lagen dann noch so 2 Karten dabei. Und sowas gefällt mir ja immer sehr gut. Das wurde dann auch einfach hier ganz persönlich geschrieben. Also ich vermute mal, das bekommt man einfach immer so. Und was ich auch cool finde, hier findet man schon direkt ein paar mehr Infos, wenn man gerne seine eigenen Sachen verkaufen möchte. Also an wen man sich da wenden kann. Ich verlinke euch die Shops alle auch nochmal in der Infobox. Ich hatte mich jetzt hier für so ein Steckspiel entschieden. Das ist so eine Holzbox mit Ausfräsungen. Und da kann man da so Formen reinstecken. Das ist ja eigentlich immer eine ganz süße Sache für kleinere Kinder. Cute. Sieht ein bisschen aus wie was, was schon in meinem Kinderzimmer hätte stehen können. Die Marke nennt sich Spielmaus. Also die Marke gibt es auf jeden Fall noch. Motorik, Spielzeug, Steckbox. Da gibt es... Ah, nee, hier, guck mal, die sind doch relativ... Spielmaus... Hä? Ja doch, das ist doch das, glaube ich. Okay, da kostet das jetzt 9,99 Euro. Ich habe 4,95 Euro gezahlt. Das ist ja immerhin ein bisschen Ersparnis. Ich würde sagen, der Zustand ist sehr gut. Hier vorne ist es so ein bisschen angekritzelt, aber ansonsten finde ich, sieht das tipptopp aus. Vielleicht wurde es nicht ganz so viel bespielt, wobei man hier so ganz leichte Abnutzungen erkennen kann. Aber wirklich, also tippitoppi. Und dann sind da eben diese kleinen Förmchen dabei. An denen kann man so ein bisschen sehen, dass sie dann ein paar Mal reingeworfen wurden. Hier so die Lackecken so ein ganz kleines bisschen vielleicht abgeplatzt. Andererseits denke ich mir, das passiert so schnell. Das schmeißt man wahrscheinlich einmal da rein und dann fehlt da schon so eine kleine Nase. Also diesem Artikel sieht man natürlich an, dass er ein bisschen benutzt wurde, was überhaupt nicht schlimm ist, wie gesagt. Aber es sieht halt einfach nicht aus, als wäre es gerade neu aus dem Karton gehüpft. Womit wir beim nächsten wären. Man hat natürlich die Umverpackung nicht mehr. Aber ist ja kein Drama. Man kann ja einfach dazu sagen, dass das jetzt was Gebrauchtes ist, was man hier schenkt. Im Sinne der Nachhaltigkeit. Hups. Hier hatte ich mir überlegt, das könnte man einfach ganz leicht anschleifen und noch so ein bisschen neu anstreichen. Und dann kann man halt super hier auch dieses bisschen Angemalte kaschieren. Jetzt, da ich halt selber ein Kind habe, denke ich mir immer so,
Lohnt sich das? Damit wird einmal gespielt und dann platzt die Farbe halt wieder ab, weil dann schieben das kleine Kinderhände da rein und das wieder raus, schmeißen diese Klötzchen da durch und dann ist das wieder genau so. Entsprechend könnte man auch einfach versuchen, das hier vorne so ein bisschen sauber zu machen. Schlupft rum, fertig. Funktioniert sehr gut, würde ich sagen. Was man auch wunderbar gebraucht verschenken kann, Bücher. Das hier habe ich bei Medimops gefunden. Da könnt ihr Bücher, aber auch Filme und Spiele zum Beispiel, also gerade so elektronische Spiele kaufen für PC, für Xbox, für PlayStation. Das habe ich alles nicht und kann es entsprechend nicht testen. Deswegen ein Buch. Das hier ist jetzt ein Kochbuch von Eat This. Mega Blog übrigens, falls ihr die nicht kennt. Die haben so leckere Rezepte und dieses Buch Vegan kann jeder. Sieht auch sehr vielversprechend aus. Jetzt mache ich das mal auf, ne? Und ihr seht schon, das wurde jetzt nicht so intensiv genutzt, glaube ich. Was ja aber eigentlich zum Verschenken dann ganz cool ist, also man sieht echt nur so die ersten paar Seiten, die wurden so ein bisschen umgeschlagen und bestimmt einmal so platt gemacht. Je weiter man im Buch blättert, desto mehr merkt man, okay, diese Seiten, die wurden nicht angeguckt. Sprich, das ist fast wie neu. Der Preis aber nicht. Neu kostet das so ungefähr 25 Euro und ich habe jetzt 11,99 Euro gezahlt plus noch so eine Versandkostenpauschale. Das ist eine super Sache, finde ich. Das sehe ich aber jetzt erst. Das hat hier unten so ein bisschen eklige Flecken. Da. Dachte gerade zuerst, es gehört zum Cover, aber eindeutig nicht. Ja, kann man Bücher sauber machen? Das probieren wir. Ich habe jetzt hier einfach so einen Kitchen Cleaner und werde jetzt mal versuchen, das damit so ein bisschen wegzukriegen. Ah ja, okay. Wisch und weg. Ja gut, das war easy. Gott, am Ende war ich das selber? Nee. Ich glaube, das würde ich tatsächlich dann einfach mal direkt machen. Und das Buch noch so ein bisschen abwischen. Tada, tada, es sieht ja aus wie ein Neumensch. Vielleicht würde ich das mit dem Spiel dann an der Stelle auch einfach noch machen. Also einfach mal mit so einer Art Glasreiniger, mit so einem milden, da ein bisschen drüber gehen. Bei Büchern, bei Spielen, dann auch bei Filmen und so weiter ist es ja so, dass die eigentlich eingeschweißt sind. Das hat man hier jetzt halt immer nicht. Und da würde ich es dann einfach, glaube ich, von der Person abhängig machen, die ich beschenke. Inwiefern ich da auf einer Karte vielleicht direkt schon dazu sage, dass ich mir überlegt habe, da, nichts Neues zu kaufen, sondern gebrauchten Schätzen ein zweites Leben zu verleihen oder sowas. Das Buch, das riecht jetzt richtig gut, weil ich das eingesprüht habe hier mit dem Putzzeug. Also das Saubermachen hat tatsächlich irgendwie einen Unterschied gemacht. Jetzt glänzt das so richtig. Hat den Test bestanden. Gebraucht, Bücher verschenken, kann man sehr gut machen. Und ich meine, schaut euch mal an, wie lecker das alles ist. Hier an der Seite ist übrigens dieser Bändel drin. Das ist auch so ein bisschen mehr aufgefaltet. Gurkensalat Hanoi mit Koriander und gerösteten Erdnüssen. Das hat die Person gemacht, glaube ich, die das Buch gekauft hatte. Ich hoffe doch, sie hat es nicht wegen dem Gericht danach wieder verkaufen wollen. Shop Nummer 4, bei dem ich bestellt habe, nennt sich Unperfekt und Makel. Kannte ich vorher auch nicht und habe ich erst durch dieses Video entdeckt. Der ist so ästhetisch aufgemacht. Das ist so genau, so stelle ich mir das vor. So macht das richtig Spaß. Und man hat halt nicht das Gefühl, man muss durch so einen Wühltisch durchschauen. Ist aber natürlich auch mega aufwendig für die Betreiberin, glaube ich, zumindest als Absenderin eine Frau angegeben, weil die ja alles einzeln fotografiert und irgendwie schön anrichtet und so weiter. Die Sachen sind also auch ein klein wenig teurer. Sie hat auch nur sehr ausgewählte Stücke. Das ist alles so die Keramik-Geschirrrichtung. Ich habe mich jetzt hier für ein paar hübsche Teile entschieden und hatte auch direkt so ein paar Ideen im Kopf, was man damit machen könnte. Packen das jetzt mal hier direkt gemeinsam aus. Hier einmal in Luftpolsterfolie und dann außerdem nochmal so und unten drin ist der Karton auch nochmal gepolstert. Da war jetzt aber gar kein Zettel oder irgendwas dabei. Ich weiß einfach nur, dass das das ist, weil das einzige Paket ist, das ich erwarte. Aber irgendwie wäre ja noch so ein irgendwas, so ein Kärtchen oder so, wäre ja irgendwie ganz nett, oder? Weil das bei Medimops und bei Selpi auch nicht dabei war, also was erwarte ich eigentlich? Idee aber für so ShopbetreiberInnen, weil ne, wenn man das dann verschenkt, dann ist das doch eigentlich ganz cool, wenn man direkt so für diesen Online-Shop noch ein bisschen Werbung machen kann und die dann halt so eine schöne Karte haben, die man nutzen kann, die man da so zum Geschenk oder wie auch immer dazulegen kann. So als Anregung. Ich habe hier einmal so eine Krugvase. Mega schön, oder? Wie cool ist die denn bitte? Also der Krug ist tipptopp in Schuss. Der sieht richtig schön aus. Ich mag die Farbe und ist so ganz, ganz glatt irgendwie. Und da hatte ich mir jetzt gedacht, könnte man entweder eine Stabkerze reinstecken zum Verschenken und dann noch ein Schleifchen drum machen. Oder einfach zum Beispiel ein paar Trockenblumen
oder so reintun. Und das zweite ist so ein Set an Creme Brûlée-Schälchen. Ach, guck mal, die sind nochmal einzeln alle eingepackt. Wow, richtig schön. Aber entsprechend kommen die Sachen natürlich auch in einem Teil an. Mega cool. So sehen die aus. Die sehen sehr special aus, aber mir haben die richtig gut gefallen. Also die sind auch alle unterschiedlich. Da ist jetzt kein Brandstempel oder sowas unten drin, das, also was das irgendwie für eine Marke oder so ist. Ich habe das Gefühl, die wiegen auch unterschiedlich viel. Also sind sie vermutlich handgemacht. Von den Schälchen bin ich auch richtig begeistert. Das sieht alles so schön aus. Also für mich stimmt bei diesem Shop halt auch dann so das Gesamtbild, ne? Der Shop ist schön. Das kommt irgendwie so gut verpackt an. Also dass da nichts, keine Ecken anschlagen können und so weiter. Richtig schön dick gepolstert. Da ist auch nirgends ein Mini-Eckchen oder sowas abgeschlagen. Also da merkt man schon, da legt, glaube ich, die Shopbetreiberin viel Wert drauf, dass die Sachen wirklich in einwandfreiem Zustand sind. Also riecht sie an der Keramik, riecht aber nach nichts. Soll ich einfach in die Vase schnüffeln? Herr Krass, nicht mal die Vase riecht noch irgendwas. Die ist auch gar nicht siffig innen. Nice. So, bei diesen Schälchen hatte ich mir überlegt, ne, warte mal, ich sag euch nochmal, was ich gezahlt habe. Also die Vase hat 15 Euro gekostet. Das ist ja jetzt nicht gerade super günstig, aber in Anbetracht der Tatsache, dass sie halt so eine besondere, vermutlich handgemachte, Vintage-mäßige Vase ist, finde ich es wieder voll okay. Und wenn man dann halt einfach noch so ein paar Blümchen, man könnte auch so einen schönen Wiesenstrauß oder sowas, ja gut, hier jetzt halt nicht zu Weihnachten, ne, aber einen Tannenzweig oder sowas da reinstecken, da finde ich das dann wieder ganz fair. Und diese vier Creme Brûlée-Schälchen haben 19 Euro gekostet. Die lassen sich auch so richtig satisfying stapeln. Also man merkt so richtig, die gehören halt einfach zusammen. Tada! Da habe ich mir gedacht, da könnte man Kerzen gießen. Also dann muss man einfach nur Kerzenwachs besorgen und so ein Docht. Und dann schmilzt man das und gießt das da rein und fertig. Und dann habt ihr letztendlich vier Kerzen, die ihr daraus machen könnt. Und das ist ja dann für vier Personen voll das süße Geschenk. Kerzen könnte man auch noch färben oder Duft mit reinpacken oder so. Vielleicht ist das dann auch nur so ein Add-on-Geschenk oder je nachdem, für wen ist es halt so eine kleine Aufmerksamkeit. Ich glaube, das werde ich aus diesen Schalen tatsächlich machen, weil wir sind jetzt nicht so die Creme Brûlée-Esser. Und ich wüsste jetzt auch nicht wirklich, was ich sonst mit so einem kleinen Schälchen mache, als da eine Kerze reinzumachen. Ja, ich glaube, ich gieße zu Weihnachten ein paar Kerzen. Also auch dieses Experiment ist geglückt. Finde ich beides mega schön. Gibt einen Daumen. Fazit von diesem Video: Warum also nicht mal nach Weihnachtsgeschenken Secondhand schauen? Dazu muss man nicht nur in den stationären Handel gehen, wenn man bei sich zum Beispiel nichts in der Nähe hat, sondern man kann eben auch online wunderbar Sachen finden. Wie gesagt, ich würde so ein paar Dinge beachten, die Zustandsbeschreibung gut lesen, eventuell die Geschenke dann nochmal waschen, aufbereiten, abschleifen, lackieren, bei Spielen auf jeden Fall reingucken und unter Umständen neu sortieren. Oder wie gesagt, man macht ein hübsches Do-it-yourself draus. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal was Gebrauchtes verschenkt habt und wenn ja, auch was. Also gerade zu so einem Anlass wie Geburtstag oder Weihnachten. Ich glaube, damit kann man mega viele Menschen in der heutigen Konsumgesellschaft inspirieren, da einfach auch mal zu schauen und eben, wie gesagt, mit dem Tabu ein bisschen brechen, dass Secondhand und Gebrauchtes ja voll eklig ist. Hier geht's zu meinem letzten Video. Da habe ich gebastelt und da sind vielleicht auch ein paar Geschenkideen für euch dabei. Gerade der Schmuckständer oder auch die 3D-Sterne zum Beispiel. Hier könnt ihr meinen Kanal sehr gerne abonnieren. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!